Mein Ziel war es schon immer, der Größte aller Zeiten zu werden. Aber noch sind wir so klein wie eine Ameise. Aber wir wachsen jede Sekunde um plus 1. Ha, und jetzt sind wir sogar größer als das Stoppschild. Niemand kann mich jetzt noch stoppen. Alles klar, auf Stoppschild sollte ich trotzdem achten. Aber in diesem Spiel wachsen wir immer und immer mehr und werden somit immer größer, um somit der größte Riese aller Zeit zu werden, um von einer Ameise bis hin zu einem Wolkenkratzer zu werden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Plus One Hate Every Second. Und in diesem Spiel bekommen wir jede Sekunde plus eine Größe. Ihr seht es, wir haben gerade, ihr seht es, 190 Sekunden sind wir auf dem Server drauf und haben eine Größe von 48 Feet. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind, aber ja, wir sind schon ein bisschen größer. Guck mal, wir sind doppelt so groß als ein, wie ein Baum hier. Und wir können sogar hier die ultimative die Rainbow Treppe nach oben gehen. Junge, 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 wir sind schon sehr gut groß, muss ich sagen. Okay, was gibt es hier alles noch zu entdecken? Es gibt hier auf jeden Fall verschiedene Zonen. Bei 100 Feet wird uns die allererste Zone freigeschaltet. Okay, wir sind größer als die orangene Treppe. Ja, und die orangene Treppe easy. Gelb, auch kein Problem. Moi, grün, na, was geht ab, kleiner Zwerg da unten? Na, wie ist es so, die Luft dort unten? Freunde, wir sind so 10 cm größer als er und machen uns so immer lustig, ey. Aber Freunde, oh, grün, komm schon. Oh yeah, easy peasy lemon squeeze. Oh, alles klar, ich glaube, wir schauen. Was passiert hier? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wie wir mit unseren Armen so wackeln. Nein, nein, Alter, wieso werden wir hier weggeslidet? Komm schon. Aber ich glaube, wir sind zu klein. Wir sind echt zu klein, um jetzt hier diese Stufe hier zu nehmen. Ah, doch, okay. Die haben wir noch geschafft. Aber nein, wir sliden runter. Okay, aber ich würde sagen, komm, wir kaufen uns mal die doppelte Geschwindigkeit. Eher die doppelte Größe. Um damit wir jetzt hier noch mehr Größe pro Sekunde bekommen. 3 Zoll pro Sekunde bekommen wir. Okay, okay, zack. Ansonsten, wir können uns hier rebirthen. Bei 500 Meter können wir uns einmal rebirthen. Dann können wir uns hier im Shop... Oh, hier die doppelte Höhe, die haben uns gegönnt. Wir können hier, wieder Miele einladen. Alles klar, komm rüber, Kollege. Und, wir können uns hier eine Bloxy-Cola, Freunde. Eine Pizza, eine Watermelon hier. Lecker. Taschenlampe, noch leckerer. Alles freischalten. Um jetzt, Alter, um jetzt hier nach ganz oben zu kommen. Nein. Oh, wir haben es geschafft. Okay, wir sind bei der blauen Stufe angekommen. Darauf erstmal eine kleine Cola-Mola. Und wie trinke ich die überhaupt? Ich verschütte doch alles, wenn ich hier so trinke. Naja, die Pizza. Jo, alles klar, die Pizza gönne ich mir auch hier. Wir haben hier ein bisschen auch noch eine Watermelone, ein Stück Kuchen am Start und eine Taschenlampe. Aber, Freunde, es gibt hier so, oh mein Gott, so viele Zonen freizuschalten. Aber wir haben die 100 Feet erreicht. Oh ja, 100 Meter. Und dann würde ich sagen, schalten wir uns in das Schneebiom frei. Let's go. Okay, okay, das allererste Biom, was wir jetzt hier am Start haben. Ganz schön kalt hier oben. Vor allem die Luft hier oben. Und, oh, schau mal, wie weit die anderen sind. Die sind ja so krass weit, so riesig. Müssen wir auf jeden Fall auch werden, Freunde. Ihr werdet nicht glauben, wie groß ich ganz am Ende sein werde. Oh, so einen riesengroßen Spieler. Habt ihr noch nie gesehen? Wir können uns sogar hier in 10 Minuten eine Belohnung abholen. Ausrüstung, okay. Können wir uns hier noch was holen? Ah, wir können einen Feueratem tragen. Mhm. Und jo, das war's auch. Dann würde ich sagen, okay, Freunde, wir gehen uns was. Bisschen Schärfe tut doch immer gut. Und Prost. Hä? Warte mal. Heiß, 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 heiß. Mein Kopfbrett. Unser Kopfbrett einfach. Okay, wie viel Größe brauchen wir? Wir brauchen 400. Für die nächste Zone. Okay, Freunde, ich würde sagen, komm. Oh, was? Wir kaufen uns jetzt mal hier 500. Und bam, let's go. Um damit jetzt hier, wow, in die nächste Zone rechts zu kommen. In die Vulkan-Area. Hier ist es doch schön heiß und angenehm. Wir bekommen sogar, ihr seht es, wir wachsen immer und immer mehr hier. Auch in diesem Vulkangebiet hier. Boah, es gibt noch eine Rainbow-Zone. Es gibt noch so viel zu entdecken, Freunde. Ich muss dahin. Ich muss dorthin. Alter, guck mal, wir können schon die Wolken berühren. Ha, wir können sogar hier die Wolken berühren. Okay, wie fühlen sie sich an?
Wie Zuckerwatte. Let's go. Und schau mal, wie groß wir mittlerweile sind. Oh mein Gott, ich glaube, ich fliege ein bisschen. Hilfe! Hilfe, Leute. Kann mir irgendwer helfen hier oben? Ich bin dieser dünne Stock hier oben. Was? Wir sind jetzt größer als diese Rainbow-Treppen hier, wo wir am Anfang noch nicht hoch konnten. Ich glaube, das waren sogar die Treppen, wo wir hoch probiert haben zu gehen. Aber mittlerweile, ihr seht es, wie lang und wie groß wir sind. Bis zu den Wolken gehen wir jetzt einfach. Das ist sehr, sehr krass. Okay, noch ein paar Meter fehlen uns hier. Können wir nicht irgendwie um die Ecke springen oder sowas, um die nächste Zone zu kommen? Nee, anscheinend nicht. Das bedeutet, okay, meine Mama hat immer gesagt, schön viel Obst und Gemüse essen und dann wirst du groß und stark eines Tages. Aber verdammt nochmal, so groß wollte ich eigentlich nicht werden. Oh Gott. Und let's go. Wir haben das Wüstenbiom freigeschaltet. Eieiei. Oh, aua, die Kakteen, die tut weh. Junge. Hat mich gebissen in die Hose. Ich laufe überall dagegen. Mit meiner ausgestreckten Hand. Ah, ich habe hier noch was in der Hand. Ah, so ist es doch viel, viel besser. Und hier ist die Wüstenzone. Oh, das sieht lecker aus. Schokolade, so viele Süßigkeiten. Okay, okay. Aber um dahin zu kommen, das wird noch dauern. Wir brauchen 3200 Meter dafür. Junge, Junge, Junge. Alles klar. Und jo, warte mal, wer ist größer von uns? Oh, Alter, ich glaube, du hast eine kleine Beule auf deinem Kopf. Sie hat da so eine Beule auf ihrem Kopf. Oh Gott, oh Gott. Gegen was ist sie denn gestoßen? Gegen die Decke oder was? Jo, die probiert darüber zu springen. Aber ich kann das auch. Ich kann das auch. Warte ab. Ich hole ein bisschen Anlauf. Ich hole ein bisschen Anlauf hier. Und dann geht es hier richtig ab. Wir sehen aus wie so zwei Zahnstocher oder irgendwie sowas hier. Freunde, das dauert mir deutlich zu lange. Wir kaufen es für 950 Robux jetzt. 5000 Größe. Und ich würde sagen, boom. Oh mein Gott. Mein Kopf verschwindet ja hier schon drin. Okay, ich glaube, damit können wir uns die Süßigkeitenwelt freischalten. Lecker Schokolade. Wir haben hier diese Hunde ein und oh mein Gott, sogar die nächste Zone. Na, was geht ab, Freunde? Und was sogar die nächste Zone? Oh mein Gott, und was sogar die nächste Zone? Und ich glaube, okay, hier ist Ende im Gelände. 7920 brauchen wir. Okay, Freunde, wir haben uns wirklich so viele Zonen freigeschaltet. Ey, aber das hätte wirklich sonst viel zu lange gedauert. Okay, wir haben hier diese Süßigkeitenzone am Start. Dann sind wir hier im Dschungel. Oh ja, aber ich glaube, hier können wir uns nicht so gut verstecken. Vor allem, wir sehen nichts. Okay, ist glaube ich so ein... Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Hilfe, Leute. Hier oben bin ich. Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich glaube, ich habe ein kleines Problem hier. Ja, die Luft ist hier sehr, sehr gemütlich hier oben. Auch wenn ich nichts sehe, weil mein Kopf einfach weg ist. Aber, oh mein Gott, wir fliegen hier tausende Meter nach oben. Was passiert hier? Achtung, Leute, Achtung. Okay, da unten ist Wasser. Da unten ist Wasser. Schaffen wir es, im Wasser zu landen? Oh ja, oh ja, ich komme. Ich komme, der riesengroße lange Hals kommt. Ja, im Wasser dann. Komm schon. Und let's go. Wir sind im Wasser gelandet. Die anderen denke ich so, oh, Alter, was ist mit dem los? Und, oh, schau mal, wie riesig der ist. Der ist ja nochmal doppelt so groß wie wir. Wie krass ist das denn? Okay, hier haben wir so ein paar Schiffe und sowas und... was ist das denn für eine Zone? Okay, noch zwei Zonen brauchen wir. Let's go. Wir haben die Rainbow-Zone freigeschaltet. Oh mein Gott, noch eine letzte Zone. 8700 brauchen wir dafür. Komm schon, komm schon, komm schon. Was, es dauert ja ewig, bis wir in die letzte Zone kommen. Aber wir sind jetzt hier einmal in diesem dunklen Biom hier angekommen. In diesem dunklen Bereich. Und wir sind in der Rainbow-Zone angekommen. Oh, schaffen wir es in die letzte Zone? Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, da oben ist was. Da oben, schaffen wir das sogar ein Einhorn oder sowas. Vielleicht können wir da nach oben springen. Aber ich glaube, wir können auch hier im... Nee, nicht im Laden, sondern hier bei der Ausrüstung, genau. Hier sollen wir doch alles freigeschaltet haben. Eine Geschwindigkeitsspule. Zack, haben wir uns gegönnt. Einen verfluchten Trank. Oh, dort unten. Da ist doch was. Wieso können wir aber nicht runterscrollen? Ist das merkwürdig? Das ist wahrscheinlich so ein Jump-Boost oder sowas. Naja. Okay, dann würde ich sagen, okay, wir haben diese Beschleunigung hier. New. Damit können wir hier rumspeeden. Und dann haben wir einen verfluchten Trank. Was passiert, wenn wir den... Wow, trinken. Ich sehe aus wie ein lilaner Stift, verdammt nochmal. Ich sehe aus wie so ein lilaner Wachsmalstift. Guck mal, hier oben ist so die Spitze. Wisst ihr, womit man schreiben kann? Leute, hallo, ich glaube, ich habe ein Problem. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Und wir springen nach ganz oben wieder. Okay, ich glaube, wir müssen aufhören zu springen. Wir müssen aufhören zu springen. Ansonsten wird das Ganze ja nichts. Aber, Freunde, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Achtung, Leute. Okay, let's go. 8700 Meter brauchen wir. Und wir sind bei 8000...
500 angekommen mittlerweile. Alter, warte mal, sind das Spieler da unten irgendwie? Diese kleinen Pünktchen? Ah, nee, das sind die Bäume, was? Freunde, das sind hier diese kleinen Bäume. So klein waren wir mal. Und guck mal, wir sind größer als die Treppe. Am Anfang sind wir die Treppen nicht mal hier hochgekommen. Junge, 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 Junge. Wie riesengroß wir sind, okay? Aber im Vergleich zu ihm sind wir immer noch ultra klein, muss ich sagen. Warte mal. Ah, da ist mein Kopf. Da sind meine Haare, da seht ihr sie. Hey, na Großer, alles klar bei dir? Bäm. Oh, aber jetzt gehen wir an allen vorbei und ich würde sagen, wir schalten uns die allerletzte Zone frei, die Roboterzone. Ich bin ein Roboter. Let's go, Freunde. Wow, nein. Da sind wir runtergefallen. Ah, wir spawnen immer wieder hier. Das ist jetzt hier die Roboterzone gewesen. Die allerletzte finale Zone, die wir jetzt hier tatsächlich freigeschaltet haben. So sieht das Ganze aus. Jo, schick, schick, muss ich sagen. Hier bei einem Roboter hier. Oh, warte mal, wir haben sogar ein Geschenk bereit oder sowas. Okay, was haben wir als Geschenk bekommen? Ich glaube, gar nichts. Perfekt, Freunde. Alles klar. Oder wir haben ein paar Meter vielleicht bekommen, dass wir noch größer wachsen können. Lass uns mal hier auf den Roboter drauf gehen, weil ich will unbedingt nach ganz oben springen. Komm schon, zu den Einhörnern. Oh, auf die Insel. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Und wir fallen wieder runter. Oh, ich will unbedingt auf die Wolken. Wir müssen doch langsam groß. Wow, wow. Oh mein Gott. Groß genug sein. Okay, ich wollte, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen zu hoch gesprungen. Junge, oh mein Gott. Wo sind wir, verdammt nochmal? Leute, kann ich irgendwie hier runterholen, verdammt nochmal? Nein. Okay, wir müssen jetzt einfach auf den Wolken landen. Von den Rainbow-Einhörnern. Junge, wieso wackeln wir mit unserem Po so? Was geht ab? Hier, wackeln mit dem Po. Wackeln mit dem Po. Junge, was ist das für ein Dad-Move? Ich sehe einfach aus wie so, wie heißt es nochmal? So ein Grashüpfer, oder? Ich sehe aus wie ein fliegender Grashüpfer, der, glaube ich, der erste Grashüpfer, der gleich auf der Sonne landen wird. Oh, das blendet ja total. Ich glaube, Freunde, heute werden wir nicht mehr landen. Deswegen würde ich sagen, hol euch ein bisschen was zum Trinken. Gönnt euch eure Pizza. Hier, Wassermelonen haben wir. Und wir haben sogar eine Taschenlampe hier. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, ich sehe die Map. Ich sehe die Map wieder. Okay, da irgendwo unten. Irgendwo dort unten. Alter, nee. Wir werden es im Leben nicht schaffen. Wir werden es niemals schaffen. Nein, 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 meine Regenbogen. Nein, wir fliegen aus der Map. Aber wir tanzen weiter. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es jetzt gewesen sein. Wir haben uns jetzt wirklich jede einzelne Zone freigeschaltet in plus eine Größe pro Sekunde. Ihr seht es, wir sind wirklich der größte, riesigste Spieler aller Zeiten. Größer als jeder Baum, als jede Süßigkeit und sogar als der größte Wolkenkratzer der Welt. Und warte mal, was passiert, wenn wir uns jetzt rebirthen? Und wir kaufen uns ganz viele Rebirths. Let's go. Und oh, moin moin. Da sind wir wieder ein bisschen geschrumpft, aber kein Problem. Wir wachsen und wachsen immer und immer mehr. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.